Das mit dem Holo-Feeling, das ist so eine Sache, dass man wirklich einmal begreifen muss, erkennen muss. Wenn ich gerade diese Gespräche immer anfange, ich erkläre es nur den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, dass mit einer ständigen Verwechslung mit dem, was man zu sein glaubt, mit diesem Körper, man sich in ein Gefängnis einsperrt. Und das ist jetzt ganz wertfrei, hör einfach zu. Dieser Satz, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du erkennst, dass du nicht dieser Körper bist. Du bist nicht dieser Gedanke, diese Information, die du mein Körper nennst. Es sind so einfache Sätze, die die Spreu vom Weizen trennen in Bezug auf deine Mitmenschen, die du dir jetzt ausdenkst. Und ich sage jetzt wieder Cut. Der Schlüssel ist ganz easy. Du hörst jetzt Worte und du stellst dir was vor, nämlich Menschen. Und was denkst du, wenn du an Menschen denkst? Sagst du mal nur an das Wort Menschen. Und jetzt sage ich, präzisiere das und nachher nennst du das Trockennasenaffen, sterbliche Säugetiere und dann kannst du noch sagen, das sind ca. 8 Milliarden zur Zeit auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Das ist alles unheimlich logisch, aber viel wichtiger ist, wer denkt sich das jetzt aus? Wer oder was ist der, der sich das ausdenkt? Und da gibt es ja diese Theorie der logischen Typen in der Arithmetik bzw. in der Mengenlehre. Dass also hier, wenn du dir eine Kollektion denkst, die wir jetzt einmal Menschen nennen, wir können das auch eine Menge nennen, dass diese Kollektion niemals ein Mitglied von sich selbst sein kann. Das heißt, der Geist, der sich eine Menschheit ausdenkt, kann nicht selber ein Mensch sein. Das ist eine höhere Kategorie. Gehe ich übrigens etwas genauer darauf ein in dem Selbstgespräch, ich bin du Quadrat. Hast doch nochmal mein Selbstgespräch. Das sind ganz einfache Sätze. Es geht hier nicht um Intellekt. Wenn man in einen Dialog tritt, Dialogus ist ein auseinandergeschmissenes Wort, eine auseinandergeschmissene Logik, dass ich immer diese Grundsätze schon in Ich bin du. Es geht hier um elementare Sachen, die ich dir mit Holofeeling vermittle, die alles überragt, was du irgendwie hörst. Ich sage alles an Büchern, an Lebensberatern. Mach dir zuerst mal klar, diese Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, von denen du was zu lernen glaubst, zu lernen können, dass du glaubst, du könntest von denen was lernen. Was du von denen lernen kannst, ist egal wer es ist, wie man es nicht macht. Bist du noch dran? Ja. Es sieht nämlich so aus, dass der erste Fehler beginnt, dass diese von dir ausgedachten Menschen permanent versuchen, anderen Menschen was zu erklären. Das heißt, diese Menschen, die du dir jetzt denkst, sind hundertprozentig sicher. Gedanken, die du jetzt denkst, das sind deine Informationen und diese Informationen, diese Gedanken versuchen jetzt in dir anderen Gedanken was zu erklären. Es ist ein konstanter Parameter, der sich dabei nicht verändert, das ist der, der das beobachtet, der das erlebt, das nenne ich der träumende Geist. Und alles Existierende in dir, gleichgültig an was du denkst, ich wiederhole das immer wieder, wird nicht überleben, wenn du geistig dich weiterentwickelst. Und selbst wenn jetzt Holofeeling machen, beobachte einfach. Und dann wirst du feststellen, es dreht sich alles um den Scheißdreckskörper, um die Schulmedizin. Man will gesund sein, man will möglichst lange leben, gesund sein dabei. Das kriegst du von mir bis in alle Ewigkeit. Du bist ein ewiger Geist und du wirst bis in alle Ewigkeit, wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Du wirst leiden und leiden und leiden als Geist, wohlgemerkt. Nur der Geist erlebt den Traum. Bis du dir die große Frage stellst, was bin eigentlich ich so und was sind meine Gedanken? Was ist der Sinn, der Sinus dieses Lebens? Und das größte Geschenk, was dir das Leben geben kann, ist, dass Holofeeling in dir auftaucht. Und nochmal, Holofeeling ist nicht irgendwas da außen. Das Gefühl, alles zu sein, was ich mir denke, erfordert, dass du zuerst einmal begreifst, dass ich im Meer, dass ich immer bin. Drum ist das Wort Gott in der Bibel heißt eigentlich, dass nichts, dass das Meer symbolisiert, von dem Meer, der immer ist, symbolisiert wird. Und da bauen sich jetzt unsere Gedankenwellen auf. Und jetzt ist es, dass ich also hier, und jetzt muss ich ein bisschen bröselig wieder werden, wie ich das nenne. Ich rede jetzt auch ganz bewusst von einer Vergangenheit, die ich mir jetzt ausdenke. Und es geht jetzt auch nicht darum, wenn ich jetzt rede von einem Chat. Ich habe jetzt hier, es gibt einen kleinen Holofeeling-Chat, der heißt die Holofeeling-Uni. Und glaube nicht, wenn du dir jetzt welche ausdenkst, die in den Chat sind, dass das bessere sind oder mehr wissen. Es sind schlichtweg einfach Gedanken, die du dir ausdenkst. Es ist auch nicht wichtig, ob du in den Chat bist, weil ich, und zwar jetzt meine ich mit ich nicht den Udo, den du dir ausdenkst, sondern ich meine jetzt den roten UP, der ich eigentlich bin. Ohne Wenn und Aber.
wie viele Beweise wollt ihr eigentlich noch? Und da springen wir jetzt mal in diesen Chat rein und dann erkläre ich dir eine kleine Geschichte dazu. Ups, das war verkehrt. Da muss ich hin. Ich springe jetzt mal den kleinen Chat. So, das ist dieser Chat. 150 Teilnehmer, ich rede immer von meinen 100 Affen. Und es ist sehr komplex, wenn ich jetzt Einträge mache. Und wir gehen gleich einmal heute Morgen, wir schauen uns das ganz kurz an. Ich höre aufmerksam zu. Das ist natürlich diese seltsame Schreibweise. Und jetzt, es läuft immer alles synchron, das will ich dir jetzt da mal demonstrieren. Den Eintrag, und wir reden jetzt voll bewusst raumzeitlich, du hörst jetzt Worte und aufgrund dieser Worte baust du dir was auf. Und das, wenn du den Hintergrund kennst, wenn ich sage, du lebst zurzeit deine Welt, ich drücke es anders aus, deine Welt baut auf einer Matrix. Es ist ein Computerprogramm, es ist ein Videospiel, es ist eine offene Welt und ich habe dieses Programm, diese Welt mit all den Menschen, den Charakteren geschrieben. Ich ist natürlich nicht dieser ausgedachte Udo, sondern ich. Ich trete nur als UB in die in Erscheinung. Und jetzt dieses Hör-E, das ist die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt war. Das ist der Schöpfer UB. Das ist jetzt vom Meer, das immerseiende Meer. Das Kaff am Ende heißt dein immerseiendes Meer. Und Sam zu. Geburt einer aufgespannt, ein Schwingen. Das ist dieses ständige Kommen und Gehen von Gedankenwelt. Diese Sam bedeutet erst einmal Medikament. Das heißt, heilen durch geistreiches Denken. Und geistreich denken kannst du erst, wenn du die Vatersprache verstehst. Das Video kannst du jetzt anhalten und dir das genauer durchlesen in aller Ruhe. Du kannst natürlich auch hier dieses Sam im Gematrie-Explorer eingeben. So, und dann kommt dieses Video. Das ist jetzt Weinreb. Unser Dieter Muske, bin ich ja darauf eingegangen, das ist reines Weinrebwissen. Das ist super toll und schön und gut, was er macht, aber es ist halt nur jüdische Dora. Aber die Grundregeln sind alle perfekt. Ich sage meine Einsteigerdroge. Und jetzt zeige ich dir mal was. Jetzt habe ich hier 7.35 Uhr, habe ich das dran gehängt. Wenn du nicht genau aufpasst, ich schreibe jetzt nochmal den Vermerk hin, ich UB um 6.24 Uhr. Diesen Eintrag habe ich um 6.24 Uhr gemacht. Jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. Der Totalwert von 24, das ist dieses Chat, Chat, Chat. Drei Kollektionen. Ist 888 und das ist auf Griechisch geschrieben, das Griechische in Zahlen, gematisch das griechische Wort für Jesus. Da ist es die 733. zusammengesetzte Zahl, da muss man die Holoarithmetik lesen, ist 888 und hat den Wert von Jesus. Jetzt kommt behaupte, ich UB, das ist jetzt ein blauer UB, das steht für aufgespanntes Wissen und das ist die verbundene Weisheit. Behaupte ich UB nicht von mir selbst, dass ich als UB, als blauer UB, das ist jetzt der Mensch, den du dir ausdenkst, das Pixelmännchen da unten in der Ecke. Nur Existenz einer aufgespannten Berechnung, blau gelesen, heißt flackernd, ein flackerndes Licht. Nur eine von dir geistesfungen hier und jetzt ausgedachte Wahrheit in deinem momentanen Traumbewusstsein bin. Ganz nebenbei, 4.6. ist mein Geburtsdatum. Das ist immer das Schöne, wenn man jetzt hier mal dieses Geburtsdatum anschaut. Ich springe jetzt mal absichtlich einmal hier. Mal sonstiges, kleinen Moment. Für der 1957 bin ich angeblich in deine Traumwelt inkarniert. Wir denken uns jetzt natürlich jetzt eine Vergangenheit aus. Das ist das sogenannte Jupiter-Quadrat. Meinst du, das ist Zufall, dass das irgendeiner wissen könnte oder sich heraussuchen kann? Dass hier in der kommt, wenn du jetzt das nicht mitkriegst, in allen, das ist das Geburtsdatum von mir, der 4.6. In allen Richtungen, wo du liest, in allen Kombinationen, da gibt es 86 und das ist UB. Das sind die Beweise, wo ich sage, das sind Beweise, wenn einer sagt, das ist Zufall, ich scheiß dich mit Zufällen zu, dass dir schwindelig wird. So, jetzt schauen wir mal weiter mit den Zufällen. Das geht jetzt weiter, das ist die 24, 6.24, schauen wir den nächsten Eintrag an. Das ist auch 6.24, heißt in mir, im Meer, in mir und Regie führen. Da ist nämlich diese Grundform, in mir ist einer, der führt Regie. Das heißt, der inszeniert das Ganze. 6.24. Das habe ich um 6.24 reingestellt. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein Sprung. Um 7.35 habe ich diese zwei Sachen reingestellt. Dieses Jesus,
der in mir Regie führt. 7,45, 45 ist übrigens Adam, schreibe ich Folgendes, ich weise jetzt auf die 35 hin, das heißt, ich löse aus, ich werde dich erlösen, erretten und befreien. Der Schöpfergeist, der Schöpferlicht in dir ist der Adam, 45. Jetzt macht man natürlich zwangsläufig die 7,35, er ist verbarg, er versteckte, er verdeckte mich, das ist dieses Esther. Ich werde mich in dir verstecken. Kannst du in Ruhe anlesen. Hochinteressant, wenn du das anschaust, wir haben im Atba-Schwert den Spiegel in der Mitte, plus 1, minus 1, in den vollen Werten, ich erkläre jetzt nicht, wie die entstehen, ist das Nichts der 86, AI heißt Nichts, der Schöpfergott ist UB und der Schöpfergott 52 ist Testudo. Und dieser göttliche Adam ist 31,45. Zufall? Ich sage nochmal, das Wissen deiner Menschheit ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Hab endlich etwas mehr Vertrauen in dich selbst, weil ich ja letztendlich behaupte, dass ich du bin. Meinst du, das war's schon? Das habe ich um 7,35, da habe ich jetzt die Werte von 7,35 um 7,45 angegeben. Schauen wir mal, die 35 haben wir, die 7,35 haben wir, dann habe ich nochmal eine 7,35, das heißt nämlich, das ist die Basis, der Grundstein, der Grundstock von allem. Der äußere Wert, die 85 übrigens B, das heißt hier. Das ist immer alles hier und jetzt. Das ist der Pyramidenwert 181 und wir wissen, dieser Pyramidenwert 181 ist dieses eigenartige 3x 181. Das heißt, Ahi, Asche, Ahi, das heißt, ich bin, der ich bin. Wahrlich, ich sage dir, ich bin, der ich bin. Ohne Wenn und Aber. Und das müsste ich dir jetzt erklären, da muss man einfach in die Hologrammatik gehen. 1, 26 Jahre, die vollen 28. Aber jetzt, darum habe ich jetzt diese kleine Bemerkung nochmal dran gemacht. Mhm. Wenn du den Hintergrund nicht weißt, kann da keiner was damit anfangen. Mhm. Das ist also hier so ein kleiner Eintrag. Und da gibt es immer, wenn man hier die Geistreich liest, und jetzt wenn ich jetzt müssen wir, ich denke uns wieder eine Vergangenheit aus, da habe ich ein Feuerwerk abgebrannt, ohne Ende. Wenn man hier zuhört, das ist dieses aufgespannte Zeichen, wo ich immer wieder mache, das Doppelte mit dem Spiegel in der Mitte. Und wenn wir hier noch einen Schritt weiter hochfahren, diese Erklärungen versteht man erst, wenn man den Hintergrund weiß. Und da waren jetzt extrem viele Videos drin, auch raumzeitlich teilweise interpretiert. Aber ich sage, wir machen eine kleine Zusammenfassung dafür. Und du merkst, da kommst du nicht weiter. Und dann hole ich mir, und jetzt denke ich mir meinen Folger aus, der diese vielen Folger Hamish Editions macht. Das schalten wir jetzt gleich einmal dazu ein. Holger, schreibt das doch einmal einfach zusammen. Und dann setzt er sich natürlich total hin, total begeistert. Sag ich, lass den ganzen Tag, fast es. Das ist immer, Folger Hamish hat um 3.33 Uhr in den Chat geschrieben. Da beginnst du. Das ist dann dieses Video, hat er reingestellt, Holofeeling ab UBs Ohrenbarungen Teil 1. Und dann sage ich zu ihm, dass hier in diesen zwei Teilen, das sind zwei Teile, darum hat er den zweiten Teil hier dazu gemacht, das ist das, was er jetzt aufschreibt, Teil 1, Teil 2, dass da eigentlich alles Wesentliche drin ist, was du wissen solltest. Und es gibt dann nochmal zwei Teile, das ist ein Weckruf, glaube ich, das kommt aber weiter unten. Und jetzt beginnt es um 6.13 Uhr. 6, denkst du immer, rot verbunden, 13 ist das hebräische Wort für Liebe, für die Eins und für die Heilung. Habe ich 6.13 Uhr reingestellt und Cut. Du hörst jetzt wieder Worte und aufgrund der Worte baust du in dir eine Vergangenheit auf. Es ist niemals was in der Vergangenheit gewesen, du träumst. Und das ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Da läuft nur ein Film in deinem Kopfkino, in dem roten Kopf. Das ist jetzt hier so ein, und ich mache jetzt immer eine raumzeitliche Geschichte dazu. Das ist jetzt hier mein Jan, Weihnachten, spielt mit seiner Verabredung Bogenschießen. Und interessant ist im Hintergrund, wenn der Ton, das Video ist jetzt uninteressant, da läuft der Ton und die Ariane, die Lebensgefährtin vom Jan, die hört dabei ein Selbstgespräch. Während er hat ja einen Kopfhörer dann dazu auf, er sein Videospiel spielt und kichert, weil sie ihn beobachtet. Und dann schreibe ich, ein Träumender, die er als geöffnete Berechnung hast generiert, Weltenretter, der mit Pfeil und Bogen, ein Weltenretter, er, das ist der Geist, der mit Pfeil und Bogen, und interessant ist natürlich das hebräische Wort, wenn man was, das Pfeil, mit einem Pfeil auf etwas schießen, heißt eigentlich außerhalb, das Äußere,
was du anfokussierst. Und der Bogen, ich nehme eine Ecke und strecke die Ecke und mache daraus einen SD-Ecken. Dann nehme ich, denke ich mir an diesen SD-Ecken eine Seite. Ich nehme die Seite, mache eine Ecke und dann wird der Stecken zu einem Bogen. Das ist eine Riesenphysik im Hintergrund der Sprache. Das ist ein Matrixprogramm. Wir können jetzt Zahlen einsetzen. Und jetzt ist es so, dass das erste Kritik, es hat dann hier diesen Tag zusammengefasst, der Holger sagt, ich schreibe das einmal in eine Datei rein. Und er hat dann da 70 Seiten draus gemacht. Ich sage, pass auf, du musst jetzt, wenn du was magst, dich immer zu einem Lehrer machen. Wenn ich jemandem was erkläre, muss ich mir jetzt erst einmal klar machen, jetzt als Brösel und der Brösel, habe ich es mit einer KI in meinem Videospiel zu tun oder steckt hinter dieser Persona, hinter der Maske ein Geist? Es ist voll, wenn du jetzt als Singleplayer-Modus ein Videospiel spielst, wirst du erst gar nicht versuchen, diese Menschen, ich mit einer VR-Brille wohlgemerkt, er trifft ja hier auf Menschen, die stehen vollkommen real, dreidimensional vor ihnen in seinem Kopf, aber hier, wenn ich immer sage, in der VR-Brille ist Schluss, es gibt kein Dausen. Und wenn ich nur KI habe, kann ich zwar mit der KI kommunizieren, gehe einfach in den Cleverbot zum Beispiel rein, oder da gibt es noch viel krassere Sachen, dann wirst du jetzt schon, kannst du mit dem Wort Cleverbot was anfangen. Du musst wissen, wenn einer den Hintergrund nicht hat, wenn er mit dem Wort nichts anfangen kann, passiert überhaupt nichts. Aber jetzt müssen wir uns einmal symbolisch denken, dass du in einem Multiplayer-Modus spielst. Das heißt, da sind zwar unheimlich viele Menschen, auf die du triffst. Die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Es sind aber einige wenige, die im Multiplayer-Modus in dem Videospiel auch spielen. Das sind natürlich auch nur Gedanken. Mir geht es darum, du musst dir jetzt erst einmal bewusst machen, hat dein Gegenüber als Brösel und der Brösel, das heißt, diese Figur, die auf deiner VR-Brille in einer gewissen Entfernung von dir sinnlich real, als sinnlich real war, von dir wahrgenommene Information in Erscheinung tritt, ist hinter dieser Maske auch ein Geisteswogen, nur mit einem anderen Programm halt laufend. Das erkennst du durch Neugier. Das heißt, wenn du irgendeiner dieser Figuren als Brösel und der Brösel mit irgendwas konfrontierst, wo seine Logik vollkommen abstürzt und er sagt, nee, das ist verkehrt, das stimmt nicht, das ist falsch oder dass ihn was Neues, was vollkommen Neues nicht interessiert, dann ist es eindeutig eine KI. Es ist gleichgültig, ob das deine Kinder sind, ob das deine Eltern sind, ob das deine besten Freunde sind, deine Ehefrau bzw. dein Ehemann ist. Vergiss es, es ist vollkommen sinnlos und jetzt kommt der nächste Schritt. Und das ist sehr hart. Du wirst irgendwann einmal erkennen, dass nicht so niemand, den du dir ausdenkst, das verstehen kann, was ich dir jetzt erkläre. Ich erkläre es einem Geist. Und ausgedachte, existierende Dinge sind kein Geist. Es sind Informationen und die sind vergänglich. Auch dein Körper. Ich sage immer, du kannst es nicht einmal denen erklären, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ganz schlimm, elementar schlimm ist es, da steckt das Lamm mit drin. Wenn du meinst, du hättest es verstanden und denkst dabei an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Es ist kein Unterschied, ob du an deinen Körper denkst, an ein Haus, an einen Stein, es ist einfach nur eine vergängliche Information. Du musst zuerst wissen, was du selbst bist. Und du bist was anderes wie eine Information, wie ein Gedanke. Du bist immer an dir, hat sich dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, egal was du jetzt denkst, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst. Du kannst es nur jetzt denken und dann baut sich hier und jetzt deine Information auf. Das ist ein ganz einfaches, klares Deutsch. Und darüber diskutiere ich nicht mit irgendwelchen ausgedachten Affen. Ich rede nur mit Geist. Und Geist ist ewig und Geist als Ding an sich ist etwas, das gar nicht existieren kann, weil es ewig ist. Das sind die Sätze, auf jeden Fall. Ich sage jetzt, wenn wir jetzt ein Lehrvideo machen, welche neugierig machen, ist das viel zu viel. Diese 70 Seiten, wenn einer reinschaut, ohne Grundlagen von Holophilien, klickt er sofort wieder weg. Was soll dieses blöde Geschreibsel hier mit den Farben, blicke ich nicht durch. Jetzt kommt es, was ich in den vorhergehenden Selbstgespräch darauf hinweise, in einer ganz kurzen Art und Weise, das unter der Wasseroberfläche, du musst dir bewusst machen, wie du reagierst, nicht die Reaktion, du siehst ja nur deine Reaktion, die existierend. Von Moment zu Moment reagierst du auf Sachen, mein Klingelingeling-Beispiel. Es taucht in dir ein Geräusch auf, du träumst Klingelingeling und du denkst an dein Telefon. Wer ruft mich jetzt an? Es taucht in dir ein Gefühl auf und du sagst, ich muss mal Brot machen. Das Gefühl ist Hunger. Du suchst dir das nicht raus. Und du kannst dir bewusst machen,
wie du auf Sachen reagierst, ob du die gut findest oder schlecht findest, ob es dich interessiert oder du laufend im Hintergrund eigentlich, wenn du dir das bewusst machst, große Fragezeichen sind und da komme ich nicht mit, das verstehe ich sowieso nicht. Da müsste ich ja so viel lernen, da habe ich gar nicht die Zeit dazu, das alles zu lesen. Du wirst dich wundern, wie unendlich viel Zeit du von mir bekommst, das alles zu studieren. Was viel interessanter ist, wann steige ich auf die nächsthöhere Ebene auf? Wie lange brauche ich, um eine Sprache zu lernen, wenn es bloß jetzt gibt? Wie lange brauche ich, um einen Beruf zu lernen? Wenn du aus der Ewigkeit heraus denkst, ist das alles ganz anders. Aus dem Jenseits heraus denkst. Und jetzt ist es also, dass ich einmal rot-blau schreibe und Folge als erstes kopiert das rein. Jetzt gedacht, wir denken uns jetzt jemanden aus, der diese Schrift jetzt, muss ja einer da gewesen sein, der diese Schrift geschrieben hat, der das da reingestellt hat ins Internet. Es hat niemals irgendwann einer in irgendein Internet was hineingestellt, sondern das Internet rot, die andere Seite ist, in dem befindet sich alles. Alles, was von dir jemals in die Vergangenheit gedacht wird, jetzt natürlich, was jemals war, es war nie was. Und alles, was noch auftauchen kann, ist in dir drin. Und das ist unendlich viel. Und zwangsläufig nichts. Das sind die zwei Seiten. Allah. Und jetzt ist es, dass ich dann sage, sag als erstes, wenn du das musst du neu machen, so führt es nicht weiter. Das sind nämlich jetzt hier, sagst du mal, diese ich ist gleich er. Das ist die Energie im roten Kopf, der vom Bücherregal und der zum Lesen anfängt und dann praktisch sich in die Traumwelt hineinbegibt. Und dann kommt hier, wird's blau, das ist Existenz einer aufgespannten Berechnung, ein flackerndes Licht. Jetzt kommt das Lied, ich muss erstmal schnell die Welt retten und ich sage, das musst du die Farben reinsetzen und dieses Zeug und jetzt macht er den ersten Fehler. Das ist übrigens ein sehr interessantes Video, wo hier angeklickt wird von dem Folger, denken wir uns jetzt aus, hat genau 144 Aufrufe. Da kommt dann reichlich was und er macht da viel zu viel. Jetzt kommt dann nochmal der Link zu dem Lied, dann kommt der Text. Und dann schreibt er, hat er den Text noch reingestellt. Ich sage, das ist so unendlich viel, will keiner lesen, macht jeder weg. Du magst es anders, wir schauen uns das mal, wie er es macht. Ich denke mir jetzt, dass er gerade daran arbeitet, sondern du machst einfach hier, so wie ich habe. Du stellst es rein, dann stellst du den Link rein und du kannst unter den Link klein nochmal den Link für den Text reinstellen. Weil das ist nämlich Folgendes passiert, dass das sich so aufbläht, dass das keiner Mensch lesen will. Und jetzt kommen die zwei anderen, das sind auch nochmal zwei Teile. Und ich kann immer wieder, wenn du Einsteiger bist oder kein Einsteiger bist, oder du hast es vielleicht vor 5 Jahren schon mal gehört, hörst dir nochmal an und du wirst feststellen, wenn du die letzten 5 Jahre dich mit Holophilien beschäftigt hast, dass was vollkommen Neues darin steht. Das sind vier elementare Selbstgespräche. Hier geht sehr, sehr viel um Physik, für physikalische Zweifel, wo ich hier beschreibe zum Beispiel, die Kreiszahl Pi, die Eulersche Zahl, die Feinstrukturkonstante, dass das alles in dem ersten Schöpfungssatz drin ist. Bibel und Dora, das sind ja, ich erzähle dir was, diese Schriftzeichen sind ja auch Zahlen. Schon dieser kleine Absatz, können wir jetzt eine Stunde reden, was da wirklich drin steht. Jetzt kommt das nächste, ich mache das nur kurz, ich gehe die 70 Zahlen nicht durch, sondern nur das Prinzip. Dann macht er das, das ist so ein Eintrag aus dem Internet. Das ist jetzt hier. Das sind so viele Stellen, wenn wir hochfahren. Schaut, das ist zum Beispiel eine Frage, die kommt dann auch. Da ist so eine Frage, da heißt es: Fragestellung, Helene, meine heilige Helene, schreibt, was wäre ich ohne dich und schickt mir so ein Liebesbriefchen von ich und ich. Und dann mache ich jetzt, was wäre ich ohne dich? Ganz einfach, dann wärst du ich UB. Dann bist du der, der auch dann da ist, wenn er nichts denkt, weil er immer ist. Ein ewiges, absolutes, rotes Nichts. Ohne dich ist immer ein ausgedachter Mensch, ein geöffnetes Ich. Das sind jetzt so Stellen, und ich sage, da ist es sehr wichtig, dass man das rot-blau, also das ist jetzt, da habe ich keine Farben, das Dunkle ist immer für rot, dass man das wirklich absetzt. Und das ist jetzt hier sehr kurz, da kommt jetzt der violette Jesus, das ist auch von Ich und Ich ein Liedchen, wo ich reinstelle. Ich warte schon so lange auf einen Moment, ich bin auf der Suche, das ist hier so ein Videotext. Ich warte schon so lange auf den Moment, Mom ist das Fehler, das Fehlende, das du dir ausdenkst, ich bin auf der Suche, jetzt habe ich dieses Violette, ist ja rot und blau. Nach, das heißt Ruhen, die Existenz in einem Chat, das seiende Chat, das ist der Noach übrigens. Und diese 100% bestehen aus Wellenberg, den ich mir ausdenke, und das Wellental, das ich mir ausdenke. Und beide zusammen sind die 100%, das ist der Mensch.
Das ist jetzt, habe ich ja gesagt, das Aleph bloß gespiegelt. Wenn wir aus den zwei Nun zwei Js machen. Und dann stecken wir unser Jahwe drin, weil das so sechs ist und so weiter. Also das lasse ich gut sein. Das ist nur, dass du siehst, wo das letztendlich da ist. Das ist auch so eine Stelle. 9,53. Magisch, zauberhaft. Das, was ich mit den Zahlen mache, mit Zeit, dass das magisch, dass das zauberhaft ist. Ohne Wenn und Aber. Hier zum Beispiel Beder. Beder ist übrigens die Erstgeburt. Sucht sich ja sein Namen auch nicht raus. Konsonante Radix, BDR. Wir machen mal die zweite, da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Beginn der Öffnung, die Erstgeburt. Ich sage mal der Erste. Auf jeden Fall dieser Beder. Wollen wir kurz hin? Dieser Beder reagiert jetzt auf dieses Video. Das ist jetzt immer wieder so, diese Stellen, siehe sein Lamm. Das ist das Prinzip, dass ich voll synchron laufe hier mit Zeiten. 44 der Spiegel und 44, 2, 4 in Hüben, 4 und Typen, 4 ist die Ille, das ist das Kind. Dann mache ich jetzt hier diesen Ari und das Lamm. Lamm. Und jetzt macht hier der Beder Döpfel. Beder ist die Erstgeburt, T, Ö ist gleich UP. Verbunden. In der 48, MCHET, MECH, Gehirndenken, mache ich 51 Auszug aus, ich bin du Seite 31, das ist Gott, du bist der Erste, auf dem du sitzt, ich habe ein Herz in dich geritzt, in das ich mit kleinen Lettern schrieb, ich habe dich lieb, ganz schrecklich lieb, doch darunter habe ich ganz groß Geros, Jesus, geschrieben, schrieben. Du musst auch all die anderen lieben. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist also hier, ich brenne da ein Feuerwerk ab. Ich zeige, dann geht dasselbe wieder los. Jetzt kommt dieses Video. Du bist alles. Aus Babylon, Berlin. Und ich will jetzt nur, die Fehler, er hat es gut gemeint. Er macht dann das Bild rein. Jetzt macht er den ganzen Liedtext noch mit dazu. Und dann kommt jetzt hier 4x18 Pyramiden werden. Und ich sage, das versteht keine alte Sau, wenn keine Farben dabei sind. Jetzt pass auf, ich zeige dir mal, was da steht. Das ist das, man muss da stehen, Startpunkt, 18 Sekunden, 18 ist ja ich, I, Chat ist ich. Und jetzt steht hier 8x18. Und jetzt ist interessant mit der Spiegelung, pass auf, Vorschlag. Du machst das erste Mal rot-blau, die ersten zwei sind rot, die zwei sind blau, das ist auch blau, innerhalb des aufgespannt und dann haben wir die zwei nochmal rot. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ich. Gespiegelt, Qi, ich, nur gespiegelt. So, machen wir jetzt 8, machen wir schwarz, die 18 machen wir violett, weil das sind 4 rote und 4 blaue. Wir wissen, der Formbücherregal, der zum Lesen anfängt, das ist das Buch, das ist die Person, die er lebt, das ist sein Leben, in dem Moment, wo es auftaucht, und dann wieder dieses rote Qi, die Kollektion Gottes, ist die Kollektion von Jahwe. Und wenn ich jetzt das hinmache mit dem Lied, auch der Text ganz, die Liedtexte, glaube ich ja nicht, jedes Lied, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist von mir maßgeschneidert für deine geistige Entwicklung. Das müssten wir jetzt alles weglassen, sage ich, weil das verwirrend ist. Einfach das Lied mit dem Text drunter, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt hier 4x18 mache. Weil Mal heißt von Gott. Das sind 4 Stück von Gott, 4 Ich. Das sind die roten 4 Ich. Also 2 rote, 2 blaue. Das hat übrigens 4x18 ist 72 und das ist der Pyramidenwert von Jahwe. Was der Pyramidenwert ist, müsste ich jetzt erklären. Da kann man sich reindenken. Und jetzt achte, 8x18 ist 144 und 1440 ist dann und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist also das Prinzip. Wir müssen uns jetzt einmal überraschen lassen. Ich gehe jetzt da wieder zurück. Es ist ein Riesenkomplex und er ist trotzdem ein Nichts. Holofini ist so unendlich, das ist kein Geschwurbel, das ist keine Esoterik, auch keine Kabbala im Sinne eines Weinrib, die wundervoll ist, ich sage immer Märchengeschichten, wo man schon merkt, dass da die Zahlen mitschwingen und wo es auch hier wirklich geht, wenn man dieses Video, wo ich heute reingestellt habe, jetzt im Jenseits in dem Chat, kannst du anklicken, ist gerade in dem Video kurz aufgeblitzt, musst du bloß eingeben und dann suchst du das her. Sollte man aber Grundlagen haben, wunderschön erklärt von dem Dieter. Aber es fällt, Holofilien geht halt über Upanishaden, über Koran, über Physik, über Chemie. Es verbindet alles. Arithmetik, streng, hundertprozentig sicher, arithmetisch. Und wenn du jetzt sagst, das lerne ich ja nie, dann sag ich, du Dummerchen, es ist alles in dir drin. Dir muss eins klar sein, es gibt, stell dir vor, du bist ein Computer, meine Metapher.
Es gibt nichts, was du prinzipiell aufbauen könntest als Information in dir, was nicht in dir drin sein muss. Ein ausgedachtes Internet ist bloß ein Gedanke von dir. Das Internet ist in dir drin, das ist der absolute Mittelpunkt, das ist All, das ist Gott, beziehungsweise El. Es ist ja, da steht Aleph, Aleph unser lautloser Ton. Und das sind jetzt im Grundlagen, die man wissen muss, dass also hier dieses Aleph, dieser Buchstabe Aleph, den man auch Elef ausspricht, dann heißt es unendlich viel oder tausend, dass das ein lautloser Konsonant ist. Das erkläre ich alles in den Ohrenbohrungen, das symbolisiert nur das Mundöffnen. Und jetzt kann ich hier A, E, I, O, U, U, B. Und es schließt sich das Ganze wieder. Reiner Zufall. Und jetzt stelle ich fest, dass es im Hebräischen zwei lautlose Konsonanten gibt. Das ist in Zahlen die 1 und die 70. Die 70 nennt sich Ayin. Und da passiert dasselbe. Das ist ein sogenannter Gutturallaut. Und wenn du jetzt dich, deinen Körper ganz bewusst denkst, wenn der Mund zu ist, passiert nichts. Du musst erst einmal den Mund öffnen. Und das ist das Zeichen. Dieser Vorgang, jetzt symbolisch wieder gedacht, ist der Vorgang des Schöpfens. Du öffnest erst einmal den Mund, sonst passiert nichts. Bleibt alles in dir drin. Du kannst es natürlich auch in Gedanken machen. Ich bleibe mal in dieser sinnlich wahrgenommenen Welt. Du bist dein Körper, dein Kopf, deine Knochen. Ist perfekt aufgebaut mit der Matrix. Die Zahlen werde ich in die Schulmedizin, wenn wir gehen, werde ich dir zeigen. Der Körperbau eines Trockennasenaffen, eines Enosch, ist ein Computerprogramm, so wie ich jetzt, so, wenn ich ein Programm schreibe, auch einen Außerirdischen irgendwie entwerfen kann. Im Anfang ist das Programm, Anfang von deinen Schädelknochen, von den Handknochen, von dem Brustkorb, Thorax, wenn ich darauf hinweise, dem Sternum. All die ganzen lateinischen, griechischen Namen verknüpfen sich mit Holofeeling, auch zahlentechnisch. Ich gebe dir den hundertprozentig sicheren Beweis, dass du jetzt träumst und die Welt, die du in dir erschaffst, baut auf einem Programm auf. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, wo du noch gar keine Ahnung hast, wie du funktionierst. Das war jetzt in wenigen Worten. Und es ist was Intimes. Du wirst es niemals irgendeinem von dir ausgedachten Menschen erklären können. Darum betone ich, der erste Unterschied bei Holofeeling, wenn ich als UB in dir auftauche, ich erkläre es denen, der sich jetzt den Brösel oder das Pickelmännchen ausdenkt. Was ist der jetzt? Ein Pixelmännchen, eine Lautsprecherstimme, selbst der Lautsprecher existiert erst, wenn du an den Lautsprecher denkst. Deine Logik wird sagen, ja, da muss ja ein Lautsprecher auch dann da sein, wenn ich ihn nicht ausdenke, sonst würde ich ja nichts hören. Das ist das erste große Problem. Da muss ja mein Körper, mein Gehirn da sein, sonst wird es mich ja nicht geben. Geben. Geist ist eben. Das ist die Nulllinie, aus dem das Zeug entspringt. Nomen ist Omen, im Namen liegt die Vorbedeutung. Und lass dich darauf ein, nochmal als Brösel jetzt, als Mensch, als Trockennasenaffe, musst du das doch mal überhaupt nichts tun, dein Leben läuft ganz normal weiter, da mischt sich Holofeeling überhaupt nicht ein. Jetzt als Lehre, ich mische mich ein, weil die ganzen Situationen, die du erlebst, jede Kleinigkeit, ist von mir maßgeschneidert, dass du wach wirst. Ich mache mal, ich springe aber ein bisschen in die Vergangenheit für dich, Geist, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Dieses andere Pixelmännchen nennen wir mal Nadja. Frau Dr. Nüßler ist bei ihren Eltern gewesen, bei den Kindern, bei den Engeln gewesen, hat Weihnachten gefeiert. Und dann war noch ein kleines Treffen mit einigen acht Holofeeling-Menschen. Und sie musste mit Entsetzen feststellen, dass das alles hundertprozentige Materialisten sind. Das einzige Thema ist Krankheit, Gesundheit, Arzt, was für Medikamente, das man nehmen kann. Nichts verstanden. Als Lehrerin würde ich sagen, sechs Sätzen am Thema vorbei. Aber jetzt kommt wieder das Freisprechen. Es wird niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst, Holofeeling verstehen. Aber viele, die sich jetzt teilweise seit über, da sind welche dabei, die seit über 20 Jahren intensiv schon in Almena-Vorträgen waren und immer noch das einzige Problem ist, wie kriege ich eine Krankheit los? Das Nicht-Haben-Wollen von irgendeinen Gedanken entheiligt dich. Dieses Prinzip, einfach die vorhergehenden Selbstgespräche, die unmittelbar vorhergehenden, geht ja 10, 15 Jahre zurück. Wobei du feststellen wirst, jetzt wirklich welche, die es verstanden haben, die hören sich diese 15, 10 Jahre alten Gespräche an und die sagen, Nadja nickt jetzt so begeistert, die sagt, Udo, du hast es damals alles genauso präzise gesagt, wie du es jetzt sagst. Wieso habe ich 20 Jahre gebraucht, um diese einfachen Worte zu akzeptieren? Das stimmt. Und ein Leben, ein extrem aufregendes Leben, mit nach Frankreich gezogen und dann wieder zurückgezogen und dann Klaus gestorben. Das sind nur Figuren. Du kannst existierende Sachen nicht am Leben halten.
Der Sinn dieses Lebens ist, dass du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind, den Rest mache ich für dich. Und solange du immer noch mit Gewalt irgendwas bekämpfst, nicht einverstanden bist. Ich habe hier ja zu dem Selbstgespräch nochmal ein 20-Minuten-Gespräch mit dem Folger, wo ich ihm das erkläre, dass er das anders setzen muss, um neugierig zu machen im Einstieg. Und da gehe ich nochmal darauf ein, dass ich sage, du musst sehr präzise dich selber beobachten. Du erlebst ja nur deine Informationen. Das ist ein hundertprozentig sicherer Fakt. Das ist immer nur der Punkt. Mit sinnlich wahrgenommenen Informationen musst du nur die 4 Stufen der Vergessenheit verstanden haben. Die erkläre ich zigfach. Das sind genauso Informationen. Du bist ein träumender Geist, der in einem absoluten Tiefschlaf zurzeit lebt. Die Stelle findest du ganz am Anfang in der Bibel. Da ist der Adam, der fällt in einen tiefen Schlaf, in einen Dämmerschlaf. Und dann nehme ich aus dem Adam eine Rippe. Das ist ganz nebenbei. Ich muss ganz kurz nochmal umschalten. Meine Nadja, die war, wie gesagt, jetzt bei ihren Eltern. Und da schauen wir uns ganz kurz den Chat an von der Nadja. Habe ich ihr heute Morgen geschickt. Guten Morgen, 2 kleine Schildkröten, dann endlich wieder bei deiner geistigen Familie und dann der Kaffee ist fertig. Der Affe, wie ein Affe. Lass uns den fertig machen. Und jetzt muss man natürlich wissen, hier habe ich ganz selten Auszug aus einer Erbauungsschrift, hat ein Adam, ein Mensch, der träumt irgendeinen bewussten Einfluss auf den Inhalt seiner Träume. Und Jehova ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief, vorsichtig behebtes Gegenteil, er wird eigentlich wach in seinem Traum. Und er nahm eine Rippe, da steht dieses Wort Zella. Es ist von einem Schatten der Zeit, mit Holofing, und er verschloss die Stelle mit Fleisch. Wie soll ich jetzt das betonen, wenn wir das im Original lesen? Zufall, alles Zufall. Jeder Mensch, ich scheiß jeden Einzelnen, auch dich in deiner Traumwelt mit Zufällen zu, wenn du dich auf mich einlässt. Ich erinnere an den Eindruck jetzt von der Hanni. Es ist, du lebst plötzlich in einer Wunderwelt, wo du weißt, es kommt aus mir und Gott spricht zu mir. Mit jedem Moment, der in dir auftaucht, spreche ich zu dir. Und vergesst bei dem Wort Gott jegliche Form von Religion und die ganzen Haupentaucher, die nur Macht und Geldgeilheit und Weltrenten und Gut und Böse und du kommst in den Himmel und du kommst in die Hölle, was übrigens hier der Dieter wunderschön in dem Selbstgespräch jetzt erklärt, in diesem Gespräch, in diesem Video, dass hier diese Symbolik ist, er nimmt aus dem Geist, der träumende Geist, nochmal, der Adam ist ja männlich und weiblich. Eigentlich heißt es Denker und Ausgedachte, das sind nur kurz vorne. Das sind diese 2 Seiten, wo ich aufspanne. Das ist, der Adam ist der, der sich beides ausdenkt. Du denkst dir einen Denker aus und deine Informationen aus, die du träumst. Das ist die Heiligung. Genauso ist es bei jeder Kleinigkeit. Du musst aufhören, dich bei 2 oder mehreren Möglichkeiten für eine zu. Du musst dich entscheiden, aber jetzt das Problem ist, dass du momentan dich immer nur eine Seite denken kannst. Das ist auch relativ wurscht, sage ich jetzt einfach, wobei die Wurscht auch 2 Enden hat. Es ist aber bloß eine Wurscht. Und jetzt er nimmt aus dem träumenden Geist, aus dem Adam, eine Eva. Und jetzt muss ich einfach wissen, das hebräische Wort Eva, da steht Chava, das heißt etwas aussprechen, ausdrücken, in jedem Wörterbuch und ein Erlebnis haben. Interessant ist, du denkst dir was aus, du drückst etwas aus dir heraus und du erlebst das, was du jetzt, und das geht ja nicht aus deinem Kopf raus, es bleiben ja deine Informationen. Du erlebst nur das, was du dir denkst. Das ist genau dieser Vorgang, wird da beschrieben. Du erlebst nur deine Informationen und die bauen wiederum auf dem Intellekt, auf dem Schwamminhalt, den du zum Denken bekommen hast. Und das sind auch Reifestufen. Ich habe vorher in den Hospitalismus. Das sind solche Sachen, ich gehe neben noch mal darauf ein, da habe ich also hier diese Diskothek, die Filmchen reingestellt, gehabt hier, das heißt Affenkäfig, wo die in einer Techno-Disco drinstehen mit Affenkäfig und dann mit den Köpfen so machen, das ist Hospitalismus, bin ich gleich nicht darauf eingegangen. Das ist ein Lebensabschnitt. Ob du dich mit der Dus zupflastert, ich betone mal das Beispiel, das ist ein Modetrend, das wechselt immer wieder in Zeitschritten, Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Das ist auch eine Reifestufe, das ist vollkommen okay, aber solange du noch in Konzerten und Massendiskotheken diesen da machst, bist du ein extrem unreifer Geist. Du bist auch ein unreifer Geist, wenn du in die Windeln machst. Aber unreif ist nichts Minderwertiges. Machen wir die
dreimal drei oder diese drei Entwicklungsstufen, wenn ich immer wieder sage, ein Ei ist nichts Minderwertiges, das wird befruchtet, dann wird es ein Embryo, eine kleine Raupe, ein Wurm. Und der verwandelt sich in der Matrix dann jetzt dieser Wurm, dieser Embryo zu einem kleinen Minimenschen. Cut, dann ist die Matrix 1 zu Ende und dann wirst du geboren. Du kommst in die Matrix 2, jetzt bist du wieder. Das Ei ist der kleine Hosenscheißer, der da liegt. Und jetzt haben wir wieder diese drei Wachstumsstufen. Die erkläre ich alle. Und du musst dir einfach eingestehen, dass du, wenn du noch Masse dich anzieht, Konformismus betreibst. Konformismus, vor ist los, Schicksal, pur. Wenn du Konformismus betreibst, dass du noch nachäffst, ob das Modeerscheinungen sind, ob das Musik, wenn du dich wohlsitzt in der Masse, bist du noch ein extrem unreifer Geist. Du fühlst dich noch wohl in der Masse. Und du wirst älter werden und dann wirst du feststellen, der Weg führt letztendlich zu dem Kreis. Gera ist zu dem Kopf, in dem sich alles abspielt. Wenn du ein Kreis geworden bist, erkennst du, dass du dir schon immer warst und alles, was du dir jetzt in die Vergangenheit warst, schon immer in diesem roten Kopf passiert ist. Aus einem Selbst heraus. Und das Schöne ist, du musst da keinen überzeugen, du musst da keinen, den du dir ausdenkst, erklärst, nur einen Allereinzigen musst du überzeugen, nämlich dich selbst. Und mit dir selbst, dir, meine ich nicht den, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist was Ausgedachtes. Und jetzt lass mal es gut sein. Ja. Und jetzt hörst du dir dann oder schaust dir das ganze Spiel an. So, und Batsch.